Mann, irre, wie toll. Der ganze Raum sieht aus, ich habe es eben beim Soundcheck gesagt, wie das Innere einer Grapefruit. Und so fühlt sich es auch ein bisschen an. Alright, ich nehme das mal in die Hand und sage Hallo. Und jetzt bin ich so geblendet, dass ich danach die Texte nicht mehr lesen kann. Aber ich beginne. Ursprungsalphabet. Ich bin Ariadne, die dem Faden, dem Roten, dem Wollenen folgt. Ich bin Briseis, die Achilles diente, bin Kalypso und singe für Odysseus und hoffe, dass er mich nicht verlässt. Ich bin Diana mit dem Silberbogen, Silberpfeil, die Mondzicke. Ich bin ein guter Maler und heiße Hitler. I am Ferlinghetti, crying over Alan, howling over Alan. Ich bin Guanin, der DNA-Bauer, der Knecht. Ich bin Hadrian und baue eine Mauer, mir zu Ehren, dem Reich zur Wehr. Ich bin ich auf Freuds Couch. Ich bin Jonas im Walbauch mit unendlichem Vertrauen. Ich bin Cassandra, die ständig spricht, doch keiner hört. Ich bin die Langsamkeit, mit der ich vergesse und dich anstecke. Medea, die deine Geliebten ein Kleid näht, den Kindern die Köpfe verdreht. Ich bin Nora, der du ein Puppenhaus baust. Ich bin Ochsenfrosch, denn das ist die Liebe zwischen Frieda und Diego. Ich bin Proteus, denn ich will allen gefallen und hüte die Robben am Strand. Ich bin die Qual des Laokoon, eben dort, wo die Wellen brachen. Ich bin Rilkes Panthertierpfleger. Sibylle, Sibylla, Sibyl, who cares, I speak in riddles. Ich bin Ton aus Erde, Sediment aus Stein, aus dem Adam entstand. De. Bist der Hauch und unsinkbar. Ich bin Verlorenes am Wegrand, ein Stein, den einer lange mitgetragen hat. Ich bin Warten auf den Läufer aus Marathon, dem Fenchelfeld. Ich bin X-Man, Ahnen der Tafelrunde. Ich bin Zynisch, Baby. Yeah. Zynisch. Ich bin und damit bin ich alle Zs, die Sebastian 23 auslassen konnte auf dieser Bühne. Es ist sehr schön, für Sie sprechen, spielen, singen zu dürfen. Alle sind so kraftvoll, scheint es mir. Und ich weiß nicht, diese letzten 2 Jahre haben viel aus mir rausgenommen, angebaut, aber auch rausgenommen. Und aus diesem Rausgenommenen kommen Stimmungen, Stimmen. Ich sagt dem neuen Jahr, es soll sich doch verpissen. Es soll mir keine Feuerwerke feuern und keine Fahnen hissen. Ich sitz ganz still bei einem, der vor 42 Jahren mich kommen sah und selbst nun geht. Die Welt, die ist nur ein Zimmer, das Leben darin flüchtig, rasch, Komet. Warum sieht man alles ehrlich an vor Mitternacht? Ist damit Januar nicht selbst stets überfrachtet, ein armer Monat wie ein Testballon, in höhere Sphären hochgepumpt und unten kaum ein Fädchen, das noch hält. Vom stillen Zimmer hier in alle Zimmer überall. Wie ist dem Neuen nicht mit Furcht und Ohnmacht zu begegnen? Sie sagen dir, lass ab vom Alten und schnuppere nur, denn bevor wir es sehen, tasten, schmecken, ernten riechend wir das Neue. Und ich denke, wie riecht das Neue? Pink? So Babyfarben? Es duftet wie scheue Blüte unter feuchtem Laub. Ja, so kitschig, so vage,
so hoffnungsvoll und altvertraut. Und weil man nie weiß, ob solche Gedichte einen weiterspülen, die einfache Forderung: Ich will kein armer Dichter sein. Ich will ein Reicher sein mit Geld im Alter. Einmal Ferien im Jahr und ein paar Weihnachtstagen. Mit guter Zahnversicherung und was auf den Rippen. Mit Tagen, die verschwinden und Tagen, die auferstehen lassen. Ich will den Leuten beim Finanzamt nicht erzählen müssen, dass meine Arbeit ihre Kinder bildet und sie sagen hören, sie hätten keine. Ich will nicht so verzweifelt sein, dass man meinen Zuckerkonsum prüft, wenn ich unauffindbar scheine, dabei eindeutig in die Toskana geflohen bin. Ich will nur gesucht werden von solchen, die auch Spuren lesen können. Die sollen mich finden im Dolder. Für die lege ich Geld auf den Nachttisch, ein paar Scheine, wie im Film. Ich will nicht schmecken wie eine, die bitter geworden ist oder fad. Wenn mich einer leckt, soll er golden glänzen, soll sagen, Midas-Mädchen, mein Midas-Mädchen, fette Gans. Um nicht reich zu werden, ist das hier alles einfach zu viel Arbeit, zu viel Misstrauen und Mission. Das sage ich dem Spiegel und dem Herrn Verleger. An beiden übe ich seit Jahren meine Wirkung für den Ernstfall. Ich lese, CNN hat schon ein Tape, das sie dann spielen, wenn die Welt zu Ende geht. So in etwa wirkt mein Mantra. Ich will kein armer Dichter sein.